Großbritannien hat ein neues Level erreicht. Hier wird so viel Kokain konsumiert wie in kaum einem anderen Land der Welt. Mann, das hat's in sich. Junge Briten konsumieren doppelt so viel Kokain wie der europäische Durchschnitt. Ich will feiern. Meine tägliche Ration Vitamine. Überall in Großbritannien kommt man inzwischen problemlos an harte Drogen. Ganz egal, wo du bist, du kannst es überall kaufen. Ganz einfach, jederzeit. Manche nehmen die Droge zu Hause auf der Couch. Andere machen sich eine Flasche Wein auf und wir gönnen uns eben einen Gramm Koks. Teenager können sich die Droge bequem nach Hause liefern lassen. Ab in den Warenkorb damit. Der Kokainkonsum in Großbritannien hat eine neue Dimension angenommen. Bringt mich gut drauf. Wir treffen Menschen, die Kokain kaufen, konsumieren und verkaufen. Das Partyvolk. Ich habe 5 Lines gezogen und fühle mich super. Die Nachbarn. Wir werden Spaß haben. Und Schulkinder. Wie findet ihr das Zeug? Geiler Scheiß. Wenn das Kokain Großbritannien erreicht, hat es bereits Tausende von Kilometern zurückgelegt. An Land, zu Wasser oder in der Luft. Dabei sind die Drogenkartelle den Strafverfolgungsbehörden immer einen Schritt voraus. Wir wissen nicht genau, wie viel ins Land geschmuggelt wird, aber das Kokain ist hier, auf unseren Straßen. Es gelangt auf verschiedenen Wegen zu uns, zum Beispiel auf Containerschiffen, kleinere Mengen auch einfach per Post. Auch die Rip-On-Rip-Off-Methode ist ein Problem. Dabei werden die Drogen in abgefertigten Containern oder Flugzeugen platziert und am Zielort noch vor der Zollkontrolle von korrupten Mitarbeitern entfernt. Beim Kampf gegen Schmuggelware steht die britische Border Force an vorderster Front. Wir sind für die Post zuständig. Das sieht interessant aus. Zollbeamtin Maggie ist für die Kontrolle von Postsendungen zuständig. Das sind Nahrungsergänzungsmittel aus Südamerika. Sobald ihr ein Paket verdächtig vorkommt, nimmt sie es genauer unter die Lupe. Jedes Jahr durchlaufen Millionen von Sendungen ihre Zollstelle. Eine Grußkarte. Aber neben dem Musikchip wurde ein kleiner Beutel versteckt. Unsere Aufgabe ist es, die Drogen zu finden, zu beschlagnahmen und die zuständigen Behörden zu informieren. Ein kleiner Beutel mit feinem Pulver. Für Schmuggler ist kein Versteck zu klein. Das riecht nach Fischöl. Dieses Paket enthält Maschinenbauteile. Es gibt keinerlei Papiere für den Empfänger, weder eine Rechnung noch einen Lieferschein. Vermutlich ist es bei uns gelandet, weil den Kollegen beim Röntgen etwas aufgefallen ist. Ich habe was gefunden. Das teste ich jetzt.
Blau, das ist Kokainhydrochlorid. Der Test hat positiv auf Kokain reagiert. Wir stellen das Paket sicher und informieren die Strafverfolgungsbehörden. Uns entgeht nichts. Wir finden alles, was per Post verschickt wird. Garantiert. In den West Midlands befindet sich auch das Revier von Kokain-Dealer Grant. Er weiß, dass Drogen in Geburtstagskarten nur die Spitze des Eisbergs sind. Unglaublich, was diese Leute sich einfallen lassen, um das Zeug ins Land zu kriegen. Manchmal werden sogar Urlauber zu unfreiwilligen Drogenkurieren. Die Schmuggler lauern ihnen am letzten Campingplatz vor der Fähre auf und tauschen das Reserverad gegen einen Reifen voller Koks. Dann bringen sie einen Peilsender an. Sie folgen den Touristen in sicherem Abstand über die Grenze und holen sich die Ware bei nächster Gelegenheit zurück. Der Grenzschutz ist komplett überlastet. Das nutzen sie aus. Ahnungslose Touristen als Drogenkuriere. Den Schmugglern und Dealern ist jedes Mittel recht, um die Drogen ins Land zu bringen. Oft mit verheerenden Konsequenzen. Ein misslungener Schmuggelversuch hat das Leben von Julian aus Norfolk dramatisch verändert. In diesem Teil von Norfolk sind Drogen weit verbreitet. Jeder kennt hier jemanden, der einem was besorgen kann. Das läuft immer mehr aus dem Ruder. Ich war bei meiner Freundin, als ich von der Sache mit dem Kokain erfuhr. Ein paar Kumpel schickten mir Bilder und Links zu der Story. Eine Frau hatte am Strand mehrere Sporttaschen voll Koks gefunden. Ein paar hundert Kilo, die einfach so dort rumlagen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen mit Ihrem Hund am Strand spazieren und finden Drogen im Wert von mehreren Millionen Euro. Genau das ist Valerie McGee passiert. Sie fand Taschen voller Kokain. Das wollte ich mir ansehen. Irgendwie spürte ich, dass ich etwas finden würde. Ich suchte den Strand eine Stunde lang ab. Dann kam ich an diese Treppe und fand das Kokain. Es war dunkel, aber ich konnte erkennen, dass schon jemand vor mir da gewesen war und das Paket geöffnet hatte. Aber es war noch genug übrig, also schlug ich zu. Sowas hatte ich noch nie gesehen. Ich konnte mein Glück nicht fassen. Meiner Freundin schrieb ich: Ich habe gerade Willy Wonkas goldenes Ticket gefunden. Da ahnte ich noch nicht, was mir bevorstand. Es war gleichzeitig das Beste und das Schlimmste, was mir je passiert ist. Im Nachhinein wäre ich wohl besser zu Hause geblieben. Coke is just probably the worst thing ever. Come into my life, really. To say it's coke, which I'm sure it is, but is it? Is it really? Because on the street, you never know what the fuck you're getting. You don't know what, if you're getting coke, if you're getting fucking diazepam. You don't know what the fuck you're getting. Sobald das reine Kokain im Land ist, wird es verteilt und landet bei Dealern wie Grant. Er dealt im großen Stil mit Kokain und kennt alle Tricks, um seine Kunden bei der Stange zu halten und den Gewinn zu maximieren. Man findet heute kaum jemanden, der nicht kokst. Meine Kunden sind Anwälte, Bauinspektoren, Stewardessen, Plattenbosse. Das zieht sich durch alle Schichten. Vor 6 Monaten habe ich mit einem Polizisten gekokst.
Und zwar beachtliche Mengen. Wenn man Glück hat, gerät man an einen Dealer, der gute Ware verkauft. Aber im Prinzip kann man nie wissen, was man angedreht bekommt. Pflanzendünger, Amphetamine, Ecstasy, MDMA oder irgendwas anderes. Und die Leute bezahlen auch noch dafür, sich diesen Mist in die Nase zu ziehen. Händler wie Grant versorgen die Straßendealer mit Stoff. Die verkaufen es dann in kleinen Mengen an ihre Endkunden. Auch Leo ist täglich unterwegs, um den wachsenden Bedarf seiner Kundschaft zu decken. Die Nachfrage ist irre. Mein Telefon klingelt ununterbrochen. Während ich mit euch rede, gehen mir zig Deals durch die Lappen. Aber ich möchte erzählen, was Sache ist. Vor allem bei Frauen ist Koks gerade voll angesagt. Sie nehmen es, bevor sie feiern gehen. Die Nachfrage ist größer als das Angebot. Das nutzen einige Dealer schamlos aus. Das ist Paracetamol. Zerdrückt sieht es aus wie Kokain. Jetzt noch mit Benzokain strecken für den Placebo-Effekt. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, ist es kaum zu unterscheiden. Siehst du? Feines weißes Pulver. Im Ernst, das merkt keine Sau. Ab in die Tüte. Ganz einfach, oder? Done. Und fertig. Crazy. So ein Tütchen Paracetamol verkauft der Dealer auf der Straße für umgerechnet 90 Euro. Obwohl immer mehr falscher und gestreckter Stoff im Umlauf ist, boomt das Geschäft mit dem Kokain. Für die britische Polizei ist es ein Kampf gegen Windmühlen. Eine Gruppe Zivilpolizisten ist im Londoner West End unterwegs. Hier tobt das Nachtleben. Vor allem an Geldautomaten kommt es immer wieder zu Überfällen. Viele der Täter geben sich als Dealer aus. Oft bekommen die Leute zu fortgeschrittener Stunde Lust, sich was einzuwerfen. Und lassen sich dann von irgendwelchen Unbekannten auf der Straße anquatschen. Die betrunkenen Opfer bemerken zu spät, dass die vermeintlichen Dealer sie lediglich ausrauben wollen. Die Täter lauern den Opfern vor den Clubs und Kneipen auf. Dann bedrängen sie sie mit mehreren Personen und schüchtern sie ein, bis sie dem Deal zustimmen. Beim Geldabheben merken sie sich dann die PIN-Nummer und schon haben sie Zugriff aufs Konto. Ein fast perfektes Verbrechen. Denn in der Regel gehen die Opfer nicht zur Polizei. Dann müssten sie zugeben, dass sie Drogen kaufen wollten. Doch für die meisten Konsumierenden ist das nicht die größte Sorge. Sie fürchten vor allem, beim Drogenkauf hintergangen zu werden. Mein Kumpel wollte mal Koks kaufen und hat stattdessen Papierschnipsel bekommen. Als er es merkte, war der Dealer schon über alle Berge. Man weiß nie, was man bekommt. What do you have? What have you got? How much is coke? 60 kilograms. Right. How pure is it? It's 7 oxide. I'm not going to say just a 7 oxide. Right. Right. So, how much? You know what I mean? I want to be honest with it. You know, right? It's decent.
Man weiß nie, ob das Kokain gestreckt wurde oder überhaupt echt ist. Vielleicht kriegt man auch Paracetamol. Oder irgendwas, wovon man total durchdreht. How much did you say it was? 80 pound it is, man. 80 pound gram it is. Okay. And do we do it? Will we do it openly in the street? Yeah. You just wait here near the shop. I'll go and get it for you. Okay. How do I know it's okay? It's coke, man. For fuck's sake, please. God. And people never mix it with stuff or like cut it. Please don't bowl that shit. Because I heard, I heard this. No. This doesn't happen. No. It does happen. I'm not saying no. But don't go with the wrong people. That's what I'm saying. Meistens merkt man sofort, wenn man schlechten Stoff erwischt hat. Bei mir war mal Seife oder Spülmittel drin. Ekelhaft. Wenn beim ersten Probieren das ganze Gesicht taub wird, weiß man, das ist richtig gutes Zeug. Die Leute probieren und denken, nicht schlecht. Denn wie Kokain betäubt Benzokain die Schleimhäute. Die Qualität von Kokain kann man weder sehen noch schmecken. Wer das glaubt, hat zu viel gekokst und hält sich für schlauer, als er ist. Im staatlich geförderten Wedinos-Labor in Cardiff werden Drogen auf ihre Zusammensetzung untersucht. Konsumenten und Organisationen aus dem ganzen Land können psychoaktive Substanzen oder das, was sie dafür halten, bei uns testen lassen. Das Labor hat eine Kokainprobe erhalten, die ein Lockvogel einem Londoner Straßendealer abgekauft hat. Wir gehen jetzt ins Labor, wo die Proben zur Analyse vorbereitet werden. Beim Drug-Checking geht es in erster Linie um Schadensminderung für die Konsumenten. Es hilft aber auch dabei, Trends zu erkennen, wie die Verwendung bestimmter Streckmittel. In Kokainproben finden wir regelmäßig Koffein, Lidocain oder Benzokain. Am häufigsten aber Levamisol, ein Entwurmungsmittel aus der Tiermedizin. Der Konsum von gepanschtem Kokain kann gravierende Folgen haben. Zu den Nebenwirkungen von Levamisol gehören eine geschwächte Immunabwehr und Lungenhochdruck. In London kümmert sich eine Beratungsstelle um die häufigste Nebenwirkung des Drogenkonsums: die Abhängigkeit. Arch berät etwa 800 Suchtkranke pro Jahr. Rund 10% davon sind kokainabhängig. Hast du über die Feiertage gekokst? Ja, so alle zwei Wochen. Max Griffiths vierköpfiges Team betreut ausschließlich suchtkranke Straffällige. Einer von ihnen ist Jack. Vor 5 Monaten wurde er wegen Drogenbesitzes verhaftet und danach an die Beratungsstelle verwiesen. Er wurde 2017 wegen eines Drogendelikts verhaftet. Sein Drogentest war positiv auf Kokain. In solchen Fällen sind 2 Termine bei der Suchtberatung verpflichtend. In den vergangenen 5 Monaten hat Jack seinen Kokainkonsum von täglich auf 2-mal im Monat reduziert. Doch vor ihm liegt noch ein langer Weg. Danach wälze ich mich im Bett hin und her und denke nur, warum tue ich mir das an? Das war das allerletzte Mal. Aber 2-3 Tage später sind alle guten Vorsätze vergessen. Deshalb schreibt das Gesetz 2 Besuche vor. Nach dem ersten können Sie erstmal alles sacken lassen. Wenn Sie wiederkommen, konsumieren Sie oft schon deutlich weniger. Meine Partnerin ist eine große Stütze. Ich habe jahrelang täglich gekokst und Alkohol getrunken. Und dann zum Runterkommen Gras geraucht.
Meine Beziehung hat mir sehr geholfen, davon loszukommen. Es geht vor allem darum, dass du bewusster konsumierst. Alkohol ist legal und gesellschaftlich akzeptiert. Und mit Kokain ist das inzwischen ähnlich. Wenn bei einer Party alle trinken und koksen, wird dich niemand fragen, ob das so eine gute Idee ist. Ich habe kein Problem damit, 40 Pfund für ein halbes Gramm Koks auszugeben. Aber ich käme nicht auf die Idee, so viel Geld für eine Theaterkarte auszugeben. Sobald es um Stoff geht, ist mir das egal. Und dazu kommt noch das Geld für den Alkohol. Wenn ich das alle 2 Wochen mache, kommt schon einiges zusammen. Nachdem Julian am Strand eine große Menge Kokain entdeckt hatte, ging es für ihn steil bergab. Vermutlich waren die Taschen mit den Drogen an Bojen festgebunden. In einem Sturm haben sie sich losgerissen und sind an Land gespült worden. Die Wochen danach waren eine einzige Party. Ich war ständig drauf und wurde schnell abhängig. Über die Konsequenzen habe ich nicht nachgedacht. Ich wollte einfach nur feiern. Man rutscht immer weiter ab und vergisst, wer man ist. Es ist schwer, da wieder rauszukommen. 3 Wochen nach dem Drogenfund wird Julian verhaftet. Die Polizei sagte, jemand habe mich verpfiffen. Keine Ahnung wer. An die Verhaftung kann ich mich kaum erinnern. Ich war komplett high. Auch die Presse wird auf die Geschichte aufmerksam. Die Zeitungen haben mich als großen Kokaindealer dargestellt. Dabei habe ich überhaupt nicht gedealt. Das meiste habe ich mir selbst reingezogen oder an Freunde verteilt. Ich wurde zu 2 Jahren auf Bewährung und einem Drogenentzug verurteilt. Seitdem versuche ich, mein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Erst jetzt wird mir klar, dass wir es mit einer regelrechten Epidemie zu tun haben. So viele Leute nehmen Kokain. Ich bereue es, das Zeug angerührt zu haben. Es hat mein Leben ruiniert. Niemand sollte Drogen nehmen. Ich wünschte, ich könnte das alles hinter mir lassen. Das wäre schön. Das angespülte Kokain hatte einen Marktwert von 50 Millionen Pfund. Welcher Drogenring dahinter steckt, ist völlig unklar. Laut Polizeiangaben handelt es sich um eine beachtliche Menge Kokain und einen großen Schlag gegen die Drogenkriminalität. Bis heute ist Julian der Einzige, der im Zusammenhang mit dem Kokainfund in Norfolk strafrechtlich belangt wurde. Die Grenzen vom gelegentlichen Gebrauch zum Missbrauch bis hin zur ernsthaften Sucht sind schnell überschritten. So auch bei Adam.
Seine Familie hat seinen Verfall mit der Kamera dokumentiert. But everybody sees him. What makes you think there's somebody in the attic now? Do you actually see anybody? There's no one there. There's no one there. Send me a picture. There isn't. Oh my God, isn't it? He's shitting. Für seine Mutter und Großmutter hat der Adam auf den Videoaufnahmen nichts mehr mit dem kleinen Jungen von früher gemein. Er war so ein braver kleiner Junge und später ein guter Schüler. So ein liebes Kind. Er hat nie Ärger gemacht. Wie glücklich er da aussieht. Irgendwann bemerkt seine Mutter, dass Adam sich immer merkwürdiger verhält. Manchmal, wenn ich mit ihm redete, war er komplett abwesend. Er hörte gar nicht zu. Da ahnte ich schon, dass etwas anderes dahinter steckt als zu viel Alkohol. Ich fragte mich, ob er Drogen nimmt. Mit der Zeit wurde sein Verhalten immer schlimmer. Er war nicht mehr er selbst. Es gab erste Anzeichen für Psychosen. Er glaubte, dass auf unserem Dachboden Leute leben. Komm down here. Who are you talking to? Who? Look, well, come here. I'll show you. Come here. I'll show you. There's nobody there. Irgendwann habe ich ihn konfrontiert und gefragt, ob er Drogen nimmt. Er sah mich an und sagte mit ruhiger Stimme, ja, ich nehme Kokain. Ich kann nicht sagen, dass es einen bestimmten Punkt gab, ab dem es abwärts ging. Es war eher ein schleichender Prozess. Und dann war er plötzlich ein ganz anderer Mensch. Seine Psychosen wurden immer schlimmer. Die Droge hatte ihn fest im Griff und ließ ihn nicht mehr los. Eine Kokainpsychose ist eine schwere psychische Störung. Zu den Symptomen zählen Halluzinationen, Wahnvorstellungen und Paranoia. Dann kam es zu einer besonders schlimmen psychotischen Episode. Er dachte, eine Bande sei hinter ihm her. Also zertrümmerte er seine Möbel und verbarrikadierte die Tür, damit niemand reinkommt. Danach sprang er aus dem Fenster, aus der oberen Etage. Im Londoner Nachtleben hält die Polizei Ausschau nach Dealern, die gepanschtes Kokain verkaufen. Harte Drogen werden hier offen auf der Straße konsumiert. Stehen bleiben. Ich habe nichts gemacht. Sie wollten gerade eine Crackpfeife anzünden. Gar nicht wahr, das ist irgendein anderes Zeug. Sie werden jetzt nach Diebesgut und Einbruchswerkzeug durchsucht. Ein Minidrucker. Haben Sie dafür eine Quittung? Nein. Was nehmen Sie? Heroin. Heroin? Kokain auch? Ja? Ja? Wir haben im Moment nicht genug in der Hand, um ihn festzunehmen. Aber wir werden der Sache weiter nachgehen. Er hat ein paar ziemlich teure Geräte dabei.
Das werden wir überprüfen. Ich bin gespannt, ob die als gestohlen gemeldet wurden. Seine Personalien haben wir jetzt. Wenn nötig, könnten wir ihn also später zu Hause verhaften. Offener Crack- und Heroinkonsum, nur einen Steinwurf von den Touristenattraktionen entfernt. Doch die Zivilfahnder haben es nicht auf die Konsumenten abgesehen, sondern auf die Dealer. Nicht bewegen. Stehen bleiben oder ich lege dir Handschellen an. Wir durchsuchen euch jetzt nach Drogen. Wir haben beobachtet, wie ihr den Typen in diese Gasse gefolgt seid. Du hattest schon Geld in der Hand. Auf Betrunkene wie euch haben die es abgesehen. Sie locken euch in eine dunkle Ecke und bieten euch Drogen an. Dann nehmen sie euch das Geld ab oder begleiten euch zum Automaten. Da klauen sie euch dann die Karte. Und was ihr dafür bekommt, sind keine Drogen, sondern Paracetamol. Einer der Täter ist einschlägig vorbestraft. Heute mussten wir sie laufen lassen, aber wenigstens ist den Jungs nichts passiert. Es hat schon einen Grund, dass Drogendealer in Filmen nicht gut wegkommen. Das sind wirklich keine netten Menschen. Für die Polizei hat die Sicherheit der Bürger oberste Priorität. Straßendealer Leo findet die Maßnahmen gegen das Drogenproblem zu einseitig. Ich bin damals an die falschen Leute geraten und habe angefangen, Drogen zu verticken. Aber ich bin kein schlechter Mensch. Früher wurde ich aufgrund meines Aussehens ständig von der Polizei angehalten und durchsucht. Also dachte ich mir, aus der Schublade komme ich sowieso nicht mehr raus. Viele fangen schon mit 12 oder 13 an zu dealen. Als Minderjährige müssen sie nicht mit Haftstrafen rechnen. Wir zwingen ja niemanden, Drogen zu nehmen. Die Leute kommen freiwillig zu uns. Niemand drückt ihnen eine Nadel in den Arm. Es ist ihre freie Entscheidung. Uns wird ja auch immer vorgeworfen, wir hätten die Wahl und könnten genauso gut einen anständigen Job machen. Wenn ein Drogensüchtiger erwischt wird, muss er nur einen Entzug machen. Wenn ich erwischt werde, dann bin ich am Arsch. Max Griffiths versucht, seinen Klienten Jack zu erreichen. Er ist nicht zum Termin erschienen. Hier ist Max. Wie geht's dir? Gut, okay. Das verstehe ich. Ich wollte nur sicherstellen, dass es dir gut geht. Du bleibst also dran? Gut. Max bespricht den Fall mit seiner Vorgesetzten. Er war seit 3 Wochen nicht mehr hier. Die Frage ist, wie lange wir das noch mitmachen. Vermutlich müssen wir ihn ausschließen. Er arbeitet nicht mit. Gab es eine Abstinenzzeit? Ja, 4 Wochen. Nicht schlecht. Oder wir bieten ihm einen letzten Termin an. Wenn er den nicht nutzt, fliegt er raus. Natürlich kann er jederzeit wiederkommen. Es ist wichtig, dass er dranbleibt. Die Gefahr ist, dass er wieder in sein altes Konsumverhalten zurückfällt, wenn wir ihn jetzt aus dem Programm entlassen. Für Abhängige wie Jack ist der Drogenentzug ein langer und schwieriger Weg. Für Menschen, die keine professionelle Unterstützung haben, hat die Sucht oft schwerwiegende Konsequenzen. Andreas Sohn Adam sprang im Kokainrausch aus dem Fenster. Er landete im Garten, unverletzt.
Keine Ahnung, wie er das hinbekommen hat. Ich habe geweint und ihn gefragt, warum machst du sowas? Tu uns das bitte nicht an. Wir haben alles versucht, aber wir redeten gegen eine Wand. Andrea muss mit ansehen, wie die Sucht das Leben ihres Sohnes immer mehr zerstört. Am 29. November 2016 lernte ich mit einer Freundin für eine Prüfung. Plötzlich flog die Tür auf. Mama, komm schnell. Adam atmet nicht mehr. Er war bei seinem Vater, der direkt um die Ecke wohnt. Ich lief sofort rüber. Der Krankenwagen war auch schon da. Ich schrie, was ist passiert? Geht es ihm gut? Ein Sanitäter sagte, sein Zustand sei ernst. Ich solle schon mal vorfahren ins Krankenhaus. Als wir dort ankamen, fragte ich nach meinem Sohn. Die Frau am Empfang brachte mich auf die Station. Eine Pflegerin kam auf mich zu und nahm meine Hände. Sie sah mir in die Augen und sagte, Sie müssen sofort mitkommen, sonst stirbt Ihr Sohn ganz allein. Sie brachte mich in den Schockraum, wo die Ärzte gerade versuchten, ihn wiederzubeleben. Sie gaben ihm eine Herzdruckmassage. Ein furchtbarer Anblick. Seine Arme hingen zur Seite runter. Ich nahm seine Hand und sagte, Adam, wach auf, wach bitte auf. Please wake up. Dann hörten sie plötzlich auf. Warum hören Sie auf? Bitte machen Sie weiter. Please don't stop. Und das war's. Das Kokain hatte gewonnen. Im Wedinus Labor in Wales wird die Kokainprobe eines Londoner Dealers auf gefährliche Streckmittel untersucht. Das Ergebnis überrascht. So that's all done? Fertig. Man erkennt einen starken Ausschlag für Kokain. Es enthält weder Levamisol noch Benzokain. Kokain ist die einzige psychoaktive Substanz. Die meisten Konsumenten glauben, je reiner, desto besser. Ein gefährlicher Irrtum. Viele denken, dass die unerwünschten Nebeneffekte des Kokains auf Streckmittel zurückzuführen sind. Dabei könnte eine hohe Reinheit das viel größere Problem sein. Die toxikologische Untersuchung ergab einen Blutwert von 8,5 Milligramm. Kein Alkohol, keine Opiate. Kokain hat ihn getötet. Kokain erhöht das Risiko für einen Herzstillstand. 2013 sind in Großbritannien 169 Menschen an den Folgen von Kokainkonsum gestorben. 2016 waren es schon 371. Seit 2015 ist auch der Besitz von Streckmitteln strafbar. Viele Dealer denken sich, wenn das Zeug jetzt auch strafbar ist, verzichte ich doch einfach darauf. Inzwischen sehen wir immer mehr reines Kokain auf dem Markt. Mir war nicht klar, dass man von Kokain sterben kann. Und ich bin davon überzeugt, dass viele Gelegenheitskokser die Gefahren unterschätzen. Sie ahnen nicht, dass schon eine Line tödlich sein kann. Musik
Die verpflichtende Teilnahme an der kostenlosen Suchtberatung bietet vielen einen Ausweg aus der Abhängigkeit. Doch durchzuhalten fällt schwer. Jack setzt das Programm nach einer vierwöchigen Unterbrechung fort. Ich habe durch die Sucht den wichtigsten Menschen in meinem Leben verloren. Darum war ich vier Wochen nicht hier. Ich brauchte Zeit, um die Sache wieder gerade zu biegen. Ich muss gestehen, dass ich viel getrunken und auch wieder gekokst habe. Aber jetzt bin ich wieder auf einem guten Weg und versuche auch, das Vertrauen wieder aufzubauen, das diese Person mir geschenkt hat. Jack hat gelernt, welche Impulse ihn triggern und bei ihm Konsumdruck auslösen. Inzwischen kann er besser damit umgehen. Aber das ist ein lebenslanger Kampf. Ich bin dankbar für das Beratungsangebot, auch wenn ich anfangs Vorbehalte hatte. Wie sagt man, Männer gehen nicht zum Arzt und fragen nicht nach dem Weg. Hilfe annehmen fühlt sich an wie ein Zeichen von Schwäche. Freiwillig wäre ich wohl nicht gekommen, aber jetzt bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Die Gespräche mit Max haben mir in diesen Wochen sehr geholfen. Die Beratungsstellen werden vom staatlichen Gesundheitssystem NHS finanziert. Ein Angebot, das jährlich mit fast 600 Millionen Euro an Steuergeldern unterstützt wird. Vergleichsweise wenig, denn der Kampf gegen Drogen kostet Großbritannien 16 Milliarden Euro pro Jahr. Das Kokain hat nicht nur die Konsumierenden fest im Griff, sondern auch das Leben der Menschen, die das Geschäft am Laufen halten. So wie Dealer Leo. Wenn ich das Haus verlasse, schalte ich meine Gefühle ab. Ich bin ein komplett anderer Mensch, wenn ich arbeite. Da draußen kann einem alles Mögliche passieren. Ich könnte jederzeit angegriffen oder überfallen werden. Also muss ich mich schützen. Kollegen von mir haben den Job mit dem Leben bezahlt. Das ist Berufsrisiko. Ob es den Leuten gefällt oder nicht, Dealen ist mein Beruf. Und Geld ist meine Droge. Wenn ich morgens aufwache, ist mein erster Gedanke, wie viel Kohle ich heute verdienen kann. Das ist das Wichtigste, denn ohne Geld läuft gar nichts. Geld regiert die Welt, so ist das nun mal. Das ist Adams Handy. Ich kann mich nicht davon trennen. Obwohl er tot ist, kommen immer noch Nachrichten mit Drogenangeboten von Dealern an. Der beste Schnee weit und breit steht hier. Die ist vom Donnerstag nach seinem Tod. Sonntag kam auch eine. Spitzenstoff vom besten Anbieter der Stadt. Frohe Weihnachten. Wir liefern in alle Stadtteile. Furchtbar. Das Beste der Stadt gibt's nur bei uns. Das Zeug hat meinen Sohn getötet.